Hallo und herzlich willkommen zur 99. Folge von Project Unstable 4. Ja, fangen wir an. Ich würde sagen, ich mache nochmal ganz kurz hier. Ich hab nämlich schon mal ein bisschen was überlegt. Warum sind wir immer Enderman? Hau ab. Und zwar, womit wir wahrscheinlich bauen werden. Diese Villa hier, was ich davor habe. Ich habe noch ein bisschen geändert und nochmal ein bisschen größer gemacht, weil ich habe mir überlegt, lieber vielleicht ein bisschen größere Räume hier haben, wo man ein bisschen mehr machen kann und dann halt wirklich Wände drinne, dass man verschiedene Räume hat. Ist vielleicht schöner als das so. Naja, ist egal. Und ich habe mir überlegt, ich fand diesen Sandstone hier sehr schön. Und von Quark diese harten Clay Tiles, diese Light Blue. Und ich finde, es passt relativ gut, relativ gut zusammen. Weil ich würde gerne mal was aus Sandstein bauen. Das habe ich Ewigkeiten eigentlich nie mehr gemacht. Und ich würde gerne mal eine Villa, weil ist eigentlich logisch, ne? Damals Sandstein war optimales Baumaterial, es war billig, man konnte es leicht bearbeiten und es hat lange gehalten. Und ja, uns gab es nahezu überall gefühlt. Und naja, genau. Ist egal. Also wir werden wahrscheinlich damit bauen, weil ich, wie gesagt, ich finde es relativ schön. Ich habe hier ein paar andere Dinge probiert, habe mal ein paar Dinge reingestellt nochmal von Sandstein, was man vielleicht noch nutzen kann, um irgendwie ein bisschen Form dann reinzubringen, dass es nicht ganz so eintönig aussieht. Und Sandy Bricks habe ich auch mal daneben gestellt, die werden wir wahrscheinlich auch noch nehmen. Und genau das ist der Punkt für heute. Ich habe nämlich vor, mit den Sandy Bricks so ein bisschen hier unten die Basis sozusagen von diesem Gebäude zu machen, weil ich möchte gerne, dass das Gebäude auf der einen Seite hier oben steht, auf der anderen Seite gibt es ja Dinge wie hier drüben. Wo ich ja mit Abflachen nicht unbedingt hinkomme, da haben wir es trotzdem relativ steil. Und deswegen habe ich mir überlegt, wir werden ein paar Dinge, was weiß ich, irgendwie so vielleicht ab hier oder so, wird es dann steil nach unten gehen oder relativ abgeflacht mit dem Gras nach unten gehen, dafür aber hier von der Wand steil nach unten. Und da werden wir dann wahrscheinlich dieses Sandy Brick nehmen, um praktisch unten diesen Teil zu bauen. Bin mal gespannt, wie es am Ende aussieht. Ich hoffe, es passt relativ gut zusammen. Aber das werden wir dann sehen. Bin im Moment so ein bisschen nur am Experimentieren, was man machen könnte. Genau. Ja, das. Und was ich heute gerne machen würde, wäre erstmal eine Sache. Wir machen doch noch nicht die Energieversorgung. Vielleicht machen wir es noch am Ende, aber erstmal nicht. und zwar brauche ich Clay. Eine ganze Menge Clay, wenn ich davon hier wirklich ein Grund bauen will und einen Boden. Außerdem, das hier oben ist ja auch Clay. Also wir brauchen Clay. Hin wie her, wir brauchen Clay. Und ich habe mir überlegt, wir werden die Clayconia wieder nutzen von Botania, weil das hat das letzte Mal so gut geklappt. Und warum nicht wieder tun? Denn die Clayconia, so, Clayconia ist relativ einfach zu machen. Kann man eigentlich gleich mal machen. Die Clayconia erlaubt es uns nämlich, dass wir, Moment, ich bin gerade so ein bisschen wieder halb draußen, halb drinnen. Moment, haben wir gleich. Kurz konzentrieren. So, und das Ding, okay. Bin wieder voll da, hoffe ich. Die Clayconia macht aus Sand Clay. Also pro Sandblock verwandelt sie in ein Clay. Wir können mal ganz kurz gucken mit Monökel. Stimmt, ich kann das mittlerweile dauerhaft tragen. Aber das will ich nicht, weil das ist der Radius von der Clayconia. Also es ist schon relativ groß. In diesem Bereich könnte man jetzt theoretisch Sand setzen und er würde in Clay umgewandelt. Ja, klingt soweit ganz hübsch und deswegen werden wir das auch machen. Und zwar werden wir es mit dem E-System wieder machen. Einfach nur, weil es am schnellsten geht, den Sand damit zu platzieren. Und dann nutzen wir aber einen normalen Hopper. Das heißt, wir werden jetzt wir haben ja eigentlich noch genug, ne? Ich sollte hier oben wirklich mal, Moment, wir machen das gleich mal. Setzen hier oben mal ein bisschen an der Kabel hin, dass ich mal sehe, was hier Sache ist. Mach's mal hier hin. So. Das Ding, ist es noch auf schwarz? Ja. So. Okay. Wie viele Channels sind 4?
4. Okay, das heißt, wir haben noch genügend Zeit. Nicht Zeit, Platz. Ich würde sagen, wir bauen uns einfach hier drüben erstmal hin. Brauchen nicht so viel Platz, die ganze Automatisierung. Und dann werden wir das jetzt erstmal aufbauen, kurz. Ja, das holen wir mit 0, wie machen wir hier? Wenn man es hier, dass es von hier aus nicht unbedingt Probleme gibt mit dem Acceptor hier unten. Nämlich keine Lust, hier überall Cable-Anker dran zu setzen. Ist ja doof. Ja, ich bin nicht vorher überlegt. Toll. Okay, folgendes. Wir machen doch Cable-Anker. So, dann jucken wir uns kurz die Nase, auch wenn es keinen interessiert, aber Mitteilungsbedarf, ne? So. Einmal hier, einmal da. Und das Ding kann weg. Disabled. Und dann hier. So. Irgendwie bei den Cable-Anchern gibt es kein Update. Das ist ein bisschen komisch. Natürlich. Kann ich das da? Nein. Nein. So, okay. Gut. Das Ding möchte ich gerne disablen. So, besser. Gut. Sind es eigentlich States, wo man nebenbei. Nein. Okay. Ich mache das jetzt hier trotzdem noch weg und wir machen mal hier ein normales Kabel hin. Okay, wir brauchen noch ein Interface, damit wir Input haben. Wir haben noch genau ein Interface, wunderbar. Haben wir noch eine Formation? Wir haben eine Formation Plane. Ach, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Okay. Wir brauchen einen Export-Bus. Okay. Export-Bus. Core. Nein! Oh. Erstmal ein paar tausend gemacht. So, ich mach das gleich mal so. Das wird den gleich craften können. So, okay. Der Exportbus wird nämlich folgendes machen. Der Exportbus wird uns Sand exportieren und die Formation Plane ist praktisch dann unser Speicher dafür. Also alles, was in das Subsystem reingeht, wird versucht von der Formation Plane aufzusammeln. Wenn es nicht geht, dann geht's nicht. Wenn es geht, dann geht's. Irgendwie so. Hier kommen wir nicht ran, ne? Ich kann das Interface nicht unbedingt schön ansteuern. Ist da was? Wir machen das nochmal anders. Wir machen das nochmal ein bisschen anders. Wir machen das hier wieder zu. Tun so, als hätten wir es nie aufgemacht. So. Mach hier drüben auf. Also hier oben. Zum einen habe ich die Kabel näher. Zum anderen brauche ich mir keine Gedanken, um das Cable-Management da unten zu machen. Und zum anderen haben wir hier gleich ein Interface, in das wir praktisch schon wieder reinballern können. Wobei wir nicht so gut rankommen. Deshalb habe ich das Monokel normalerweise nicht an, weil ich dann die ganzen Mana-Bürsten sehe. Ich bin mir unsicher, wie ich das machen möchte. Das gefällt mir alles irgendwie nicht ganz so. Egal. Wir brauchen auf jeden Fall einen Hopper. Und der Hopper muss eigentlich unter den Sand. Also theoretisch müssen wir jetzt hier oben drauf den Sand platzieren. Das gefällt mir eben nicht ganz so. Ah, wisst ihr was? Wir haben den Strom. Ups. Wir haben den Strom, wir können die Kabel machen, wir können die Interface machen, wir machen einfach ein bisschen doppelt. Ist jetzt egal. Channel Hammer. Wir machen ein Subnetzwerk. Ich
habe keine Lust mehr, mich da jetzt irgendwie mit Optimierung zu beschäftigen. Das ist mir jetzt für das Ding egal. Also, einmal wieder auf. Gut, dass wir es schon mal auf hatten. Jetzt machen wir es nochmal auf. Diesmal werde ich aber nach hinten mit dem Kabel gehen. Dip, dip. Dann ein Interface, das ist unser Input. In das Hauptdateisystem, also hier oben das Ding. Das müssen wir gleich wieder irgendwie verbinden. Wahrscheinlich doch hier rum. Nee. Mal hier hinten. Mal ganz da hinten. Wie? Dann können wir es auch so machen, das ist vielleicht schöner. Moment. So. Okay. Ein bisschen Kabel setzen. So, hier noch ein Kabelenker hin. Kabel um drauf. Wunderbar. Ich mache hier auch nochmal so ein Smart Kabel hin, damit ich noch ein bisschen gucken kann. Ups. Ein bisschen gucken kann, was Sache ist. So, das Interface ist jetzt hoffentlich gleich aktiviert. Wunderbar. Gut. Okay, dann. Können wir das Interface gleich nutzen? Wir nutzen das Interface. Dann machen wir keinen Export-Bus, dann machen wir einen Import-Bus. Einfach nur, um es jetzt alles in einem Block zu halten. Einmal nochmal die Cores craften. So. Coach. Auch gleich da oben mit. Hallo. Also ich kann damit ja nicht klicken. So, das auch nochmal rein. Und dann können wir nämlich hier einen Import-Bus machen. Wir können hier definieren, dass wir hier Sand immer drin haben wollen. Sand. Wir machen einen Stack. Was soll der Geiz? So, Sand. Wow. Okay, das ist praktisch dann, was zurückkommt. Das ist dann der Clay. Hier können wir auch zu machen. Dann brauchen wir noch ein Quarzkabel. Quarzfiber, so rum. Einmal hier. Dann kommt hier noch ein kleines Kabelchen hin. Da können wir. So. Formation Plane. Beziehungsweise das Ding machen wir. Noch folgendes: einen Level-Emitter. Oder möchte ich einen Level-Emitter haben? Ja, wir machen Level-Emitter. Ja, wir machen Level-Emitter. Und dann brauchen wir noch eine Redstone Card. Kurz gucken, habe ich noch eine? Nein. Okay. So. Jetzt beginnt der spaßige Teil. Und zwar, wie schließen wir das jetzt mal an? Ich mache hier nochmal das weg und mache hier mal das so. Dann brauchen wir uns nämlich jetzt das unnötige Kabel für den Strom erstmal. Also nach hier oben. Na gut, wir müssen es eh machen, aber ich habe es dann hier oben. Ist egal. Okay, dieser Level-Emitter wird uns sagen, wie viel Clay wir haben im Netzwerk. Und wir möchten gerne viel Clay haben. Wir möchten sehr viel Clay haben, aber nicht zu viel Clay. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wenn ich hochkomme. Clay haben wir im... Gut. 3-4 sind... wir haben 4... haben wir irgendwo viel drinne in einem Compacting Drawer hier, ne? Ah, das ist plus 13. Ich glaube, wie viel Stacks? 16 Stacks können wir machen. Das heißt, wir können noch... Also wir haben... Mensch. Das ist zu spät, ich bin zu faul. 16 mal 64. 1024. 1024 Blöcke. Das heißt 4048 Clay. Das passt, wenn man 3000 sagt. Also möchten wir gerne haben 3000 Clay. Damit, wenn Levels are above or equal, Emmet, when not Levels are below. Level Type Item, wunderbar. Hier brauchen wir kein weiteres Ding. Und dann können wir jetzt hier die Dinge. Und dann müssen wir jetzt sagen Active Force Signal. Okay. Import Bus sollte funktionieren. Jetzt sollten wir hier Sand setzen. Wunderbar. Dann können wir das hier schon mal zubauen. Das brauchen wir nicht mehr. Ich möchte die Clayconia sehen. Platzieren wir hier. Haben wir Grass? Nein. Dirt. Wir können noch ein Pasture Seed machen, aber na, braucht keiner. So.
Glaconia, achso, wir brauchen noch Strom. Hä? Nicht Strom, Mana. Da war ja was. Ja, das müssen wir später alles mal kompakter bauen. Weil, was ich jetzt mache, ist wieder ein neues Ritual aufbauen von Blood Magic. Und das müssen wir später mal ein bisschen reduzieren. Dass wir das Mana ein bisschen mehr an einem Platz haben. Das wäre ganz schick. So. So. Achso, warte, wie viel ist das Ritual? Waren das die äußeren oder die inneren? Ich glaube, es waren nur die inneren, ne? Ritual Diviner. Well, Suffering ist falsch. Hallo? Harvest Moon, Magnetism. Da, Serenade of Nether. Ja, das waren nur die äußeren. Okay. Das heißt, hier hinten setzen wir nochmal das Zeug gleich rein. Ja, auch. So. Habe ich überhaupt noch eine Thermalie? Nein. Ich hoffe, ich kann... Nein, kann ich nicht. Ich habe keine Rune mehr. Oder? Nein. Nein. Da! Okay. Egal. Wir machen das jetzt einfach schnell noch nach. Es ist natürlich wieder Nacht. Wie immer. Irgendwo schlafen. Doch. Okay. Gut, ich dachte jetzt schon, ich kann nicht schlafen. So, dann einmal das weg. Unseren Sand haben wir ja schon automatisiert. Jetzt müssen wir nur noch... Ach, wir haben nicht mal Feuerruhen. Na klar. Netherbrick, Gunpowder, Netherwatch. Mann. Netherwatch. Wir nehmen noch zwei Redstone mit. Und... Was machen das Deal? Ja. Okay. Mensch, das hat mir hier rein. Schwupp, schwupp. Schwupp, schwupp, schwupp. Schwupp. Und dann müssen wir jetzt ganz kurz hier den Netherrack nochmal braten. Das brauche ich auch noch. Wieder so eine Automatisierung, so eine schöne, da, wo wir alles irgendwie in den Rucksack packen und am Ende kommt es geschmolzen raus und wir brauchen nicht da sein. Das wird so. Habe ich noch Living? Ich glaube ja. Wunderbar. So, dann das kann weg. Wir brauchen den One of the Forest. Oh. Da war ja was. Okay. So, okay. Und Rune of the Earth war auch ganz einfach, okay. Nicht Charcoal, wir wollen normale Kohle haben. Normale Kohle haben. Haben wir auch Mushrooms? Wir haben noch Mushrooms. Wunderbar. Und. Stone. So. Einmal das. So, dann haben wir das. Schwupp, schwupp, schwupp. Schwupp, schwupp. Und es läuft. Okay. Das kann weg. Einen machen wir dabei. Dann haben wir gleich nochmal eine Thermalily und dann können wir den Rest noch machen. Von der Automatisierung so das rein. Red. Und zweimal Orange. So. Okay. Dann hier nochmal das drauf. Das hin. Hier oben das Teil rein. Das kann alles weg. Sieht oben drauf. Fertig, wir haben Thermalily. Activation Crystal nehmen wir auch gleich mit. Und dann können wir das hier unten machen. Okay, ich brauche noch Dirt. So. Naja, gut. Es wird nicht das Beste. Es wird definitiv nicht das Beste und Effektivste. Ich brauche nämlich noch einen Spreader. Und ich habe natürlich das ganze Living Wood habe ich hier hinten. Sollte es auch anders sein. Ah, ich habe noch einen normalen Spreader. Wunderbar.
Machen noch einmal ganz kurz einen Mana-Pool. Ich bin so froh, dass es keine Deluded Mana-Pools mehr gibt, weil der einzige Sinn war, einen Mana-Pool zu machen. Es war einfach sinnlos. Hoch 10. So. Natürlich haben wir jetzt hier unten wieder eine neue Geräuschkulisse, was mir nicht ganz so gut gefällt, aber besser als wie nix. Hauptsache, wir kriegen Clay. So. Dann, achso, ich müsste es vielleicht erst aktivieren. Dann bitte ein. Dankeschön. So. Kapau. So, das Ding ist, glaube ich, nicht verbunden. Wir haben den Mana Spreader nachgesetzt. Nein, 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 ich möchte gerne. Kann ich. Ah, das ist jetzt voller Block. Da. So, okay. Jetzt gelegt. Gut, den Mana Spreader müssen wir auch nochmal linken. Okay. Die müssen wir auch nochmal linken. Und wir generieren Clay. Mal gucken. Warte. Verdammt. Tour wieder umgestellt. Wir kriegen ein Clay sozusagen pro Sekunde. Vielleicht sogar ein bisschen schneller. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott. Okay, es geht schnell, der. Oh Gott. Wie machen wir das jetzt? Es geht viel zu schnell. Shit. Ja. Oh Gott, nein. Jetzt geht es viel zu schnell. Ah. Der Hopper kommt nicht hinterher. Das Problem ist, der Block, der hier reingespawnt wird, pusht es dann zu den Seiten hier weg. Ah. Ach, Manu. Gehen wir das Problem jetzt an. Wir können das leider nicht verlangsamen, den Input-Bus. Oh, jetzt ist das Ding zu schnell. Das letzte, womit ich gerechnet habe. Das Problem ist aber, wenn ich jetzt hier ein Glas davor setze oder so, poppt das ja trotzdem noch raus. Oder? Huch. Ja, hier ist die Clayconia. Na, vorne, jetzt nehmen wir die Clayconia weg. Ballern die mal drüben hin. So. Dann können wir hier einfach mit Stein zubauen. Keiner sieht, dass da eine Clayconia ist. Und vor allem kann ich da reinglitschen. Ich glaube aber hier nach hier hin kann es. Müssen wir jetzt mal testen. Komm ich von hier oben ran? Sicher irgendwie. Ja, so komme ich ran. Okay, wir testen das mal. Gott, das kann jetzt was werden. Nein, es funktioniert nicht. Weil ich mich gerade frage, warum es aufgehört. Also wir haben keinen Mana mehr. Nevermind. Okay. Also wir bekommen Clay. Wir haben jetzt schon 100 Clay gemacht in der kurzen Zeit. Wir rattern wahrscheinlich durch unser Sand. Na, es geht. Boah. Wie regeln wir das jetzt? Folgendes. Wir machen eine Transfer Node. Muss ich aber jetzt erstmal ganz kurz testen. Ich glaube, es ging nicht. Mining.
Es gab kein World Interaction Upgrade mehr. Nee, das wird dann auch nichts. Okay, dann müssen wir doch wieder hier. Item Collector muss ran. Welche Richtung ist das? Das ist negative X. So, warte mal. Probier mal was, ob das vielleicht schneller ist. Und ich lasse den Hopper mal kurzzeitig noch mit da. So, jetzt haben wir im Moment kein Mana mehr. Das ist ganz okay. Damit, wenn Levels up below. Interesting, okay. Gut, dann muss irgendwann die Terminal jetzt nochmal anfangen. Wollen wir ihren Spaß haben. Und dann gucken wir mal, ob das funktioniert. Ich muss mir da unbedingt was Besseres einfallen lassen. Kann ja mal. Annihilation Plane. Was ist das? Identity Annihilation. Sag nicht. Er nimmt langsam wieder Speed auf. Ich lass mal ganz kurz ein bisschen Mana generieren. Oder wir lassen es so. Okay, das scheint zu funktionieren. Ich glaube, es ist eine Leckmaschine. Aber, gut. Bau jetzt hier oben mal zu. Oh Gott. Frames gegen Keller. Scheiße. Oh Gott. Oh Gott, will ich wirklich 3000 Clay haben? Irgendwie schon. Scheiße. Ja, okay, wir machen ganz kurz, ich will das Identity-Ding jetzt mal probieren. Alter. Alter. Was ist der Unterschied zwischen Identity und dem? Ich habe keine Ahnung. Ich habe es gerade gefunden. Bin erstaunt, dass es sowas gibt. Oh, es geht wieder. Ich habe Frames. Huch. Wenn was genau der Unterschied sein soll, dann klatscht es mal hier dran. Und drücken F3 und A. Das wieder zu bringen. Okay. Das funktioniert. Aber das funktioniert ja immer. Warum Identity? Warte mal kurz. So, jetzt haben wir hier zwei Dinge. Warte mal, ich werfe mal ins obere was. Das war das untere. Das geht ja auch rum rein. Also da sehe ich keinen Unterschied. Identity. Wenn ich in der Beschreibung da stehen würde. Ich kann immer, warte mal, wir googeln das mal schnell. Applied Energistics. Annihilation Plane. Also Identity. Identity is a block similar to Lagera. It will destroy a black place in front of it installed in the terminal. Is connected. In contrast, the identity will destroy it and retain the block itself rather than its drops. Ah! Silk Touch. Also, wenn ich jetzt Stone hinsetze. Jetzt mal gucken, wir haben 52 Stone. Bup. Stone 53. Das müssen jetzt immer noch 53 sein, dafür haben wir Cobblestone mehr. Ja. Ist das schon immer so? Ich glaube, es ist schon immer so. Gibt es hier ein Last Edit von der Seite? Ich wette, das gab es schon immer. Ich habe es nur irgendwie nie registriert.
dachte jetzt, es ist irgendwas Neues, aber anscheinend nicht. Anscheinend gibt es das schon Ewigkeiten, wette ich. Naja, gut. Haben wir das auch noch zum Ende der Folge rausgefunden? Ich würde dann sagen... Gott, es gibt so viele von den Fassaden. Irgendwie. Ja, ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall etwas geschafft. So. Manchmal fehlt hier noch ein kleines Render-Update drin. So, ist einmal weg. Das brauchen wir nicht mehr. Das kann alles weg. Okay, das heißt, wir kriegen jetzt Clay erstmal. Das ist ganz gut. Wir sollten hoffentlich bei 3000 Clay stoppen. Ich sage hoffentlich, weil ich Angst habe, dass genau das gleiche passiert. Wie hier oben im Schnee zwischenzeitlich. Sodass ich im Compacting Draw hat sich das Slot geändert. Von 0 auf 1 von den Blöcken. Das war ungünstig. Ja. Deswegen hat er hier ewig keine Schnee produzieren. Die waren so viel Schnee einfach nur und das Ding hat die ganze Zeit weitergemacht und ah. Ja, na gut, lassen wir das. Okay, danke. Ja. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Wir werden mal schauen. Ach, ich muss unbedingt eigentlich. Ich muss diese Villa anfangen. Auf der einen Seite, weil ich Bock drauf habe. Hilfe. Auf der anderen Seite, weil ich gerne umziehen möchte und wirklich hier mal ein bisschen dann schön alles integrieren möchte. Anstatt da unten in diesem kleinen Räumchen. Also, ja. Dann wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Tag. Ich hoffe, es hat euch trotzdem einigermaßen gefallen wieder mal. Und ja. Dann bis vielleicht zum nächsten Mal, wenn ihr Lust habt. Und ansonsten nicht. Also dann, ciao und mal gucken, was wir dann das nächste Mal machen. Ja, gut. Ciao.